So schnell. Du hast das verkauft? Und dann bringst du es noch persönlich vorbei? Natürlich. Aber das ist jetzt in deiner Wohnung, was kommt denn nachher da? Dann ein neues. Wenn wir genug Platz haben, ja. Was kostet, was hat das denn ungefähr gekostet? Darf man das sagen? Darf man nicht sagen? Ich würde es lieber nicht sagen, nein, weil... Sind es dreistellig, vierstellig? Nein, es ist immer noch, also, wie soll ich sagen, es ist unter 10'000 noch. Das muss ich sagen, aber es ist... es ist auch gross. Es ist auch gross. Es ist sehr gross. Nein, es ist auch extrem super verarbeitet. Also, es ist wirklich eines, das qualitativ eines der besten oder stärksten ist bis jetzt. Also von der Sauberkeit auch. Und ja, ich sage die Preise irgendwie nie ganz so offen, weil es geht immer auf den Aufwand. Es geht immer um den Aufwand, oder? Und wenn jetzt natürlich wenn ich jetzt einen Preis sage und dann kommt, sieht das. Ja, ja, und es gibt dann sicher gedacht, auch Freundschaftspreise. So. oder nicht? Gibt's auch. Mal schauen. GG. Geri und Gäste. Weitere Ausgabe von Geri und Gäste. Hallo, willkommen miteinander. Da mit der Künstlerin Ona Sadkowski. Mhm. Das habe ich richtig ausgesprochen. Total korrekt, bestens. Wie viele Ona gibt es eigentlich auf dieser Welt? Du bist die erste, die ich kenne. Ja, ich weiss es nicht genau, die genaue Anzahl. Ich weiss nur, dass meine beste Freundin genauso heisst. Aha. Kommt wirklich sie genau am gleichen Ort oder wie ist das passiert? Nein, wir sind einfach, also wir sind am gleichen Ort aufgewachsen, aber das hat nichts, sage ich jetzt, mit der Namensgebung zu tun oder mit dem Ort, wo wir du bist in Zürich aufgewachsen. Ganz genau, ja, am Bellevue vorne und sie genauso. Am Bellevue vorne? Ja. In Zürich. Ja. Am Bellevue gibt es die Onas. Die Onas, genau. Okay, ja. Das ist lustig. Ah, no, hinten dran. Ja. Mhm. Das hast du schon herausgefunden. Habe ich auch schon herausgefunden mittlerweile, ja. Okay. Das Bild, das wir hier gesehen haben, das ist zum Beispiel, das würde ich jetzt mal sagen, ein typisches Bild, oder? Von dir, oder? Mhm. Du hast immer einen Knochen drauf, also meistens einen Knochen. Oft, genau. Auf der Zeichnung. Mhm. Und noch ein paar Nippel, sieht man dann auch noch, oder? Ja, genau. Wie kommt das, dass immer, also zuerst mal der Knochen kommt wahrscheinlich von der Hunden. Du hast zwei Hunde, gell? Ja, aber den Knochen habe ich auch vorher schon oft Bilder gemacht, wo die Hunde, die noch nicht existiert haben, wo ich es noch nicht hatte. Der Knochen ist für mich, ja, wie soll ich sagen, ich finde es einfach eine lässige Form und ja, man kann es gut reinbringen, als kleines Detail, ja. Aber stört der manchmal nicht, oder du musst ihn einfach weglassen, wenn er stört? Also in einem Bild? Ich weiß es gar nicht. Amix kommt er, amix kommt er nicht. Ich kann es gar nicht so pauschal sagen. Amix habe ich Lust, um einen zu machen. Ich kann es, ja. kommt denn der Knochen schon in der Planung oder erst am Schluss, wenn das Bild fertig ist? Erst, wenn das Bild fertig ist. Kommt der Knochen? Ja. Dann überlegst du den Knochen ankommen? Dann überlege ich, wo der auch noch kommt. Aber er ist in dem Sinne nicht als Hauptelement zu bezeichnen, das definitiv nicht. Aber es gibt gleich auch Sachen oder ja, Flächen, wo ich finde, der gehört wie noch etwas an. Und der kommt meistens dann ein Knochen an. Wir sind da bei dir daheim, gell? Genau. Vom Bellevue, vom Altstädten, genau. Ja. Ja. Mhm. Das ist eigentlich wie eine Ausstellung ist es im Prinzip. Also ja. Überall deine Bilder. So ein Showroom, genau. Und was man sonst noch sieht in der Wohnung, die sind auch alle verkauft, die Bilder? Nein, die sind noch nicht alle verkauft. Aber ich hänge selber einfach noch gerne auf. Ja, ich fände es schade, wenn ich es einfach verstauben lasse, irgendwo im Eck. Und ich gefunden, hänge ich es auf, gibt es noch ein bisschen Farbtupfer drin. Und das ist eigentlich auch noch lässig. Ja. Wie alt ist jetzt das Bild, das wir hier sehen? Das Bild ist noch nicht so alt. Das ist das erste, was ich dieses Jahr gemacht habe, also 2018. Das war Anfangsjahr, ja. Also Anfangs Februar, März. Ja. Genau. Ja. Und wie kommt der Käufer dazu, das Bild zu kaufen? Man sieht es auf der Website. Ich habe auf meiner Website einen kleinen Shop eingerichtet. Ja. Und habe dort drauf eben die verschiedenen Bilder hochgeladen, einfach in verschiedenen Bereichen, so X-Large, Large, Medium. Ja, ja. Und, das ist jetzt X-Large? Das ist jetzt in diesem Bereich, ganz genau, X-Large. Also wirklich grösser, aber es geht natürlich auch noch grösser. Was noch nicht ist, kann noch werden. Bin ich absolut gewollt. X-Large, das wäre eine neue Kategorie, oder? Ja, dann man kann es auch als Mural durchgehen lassen. Oder wenn jemand sagt, Aha. Ich habe eine riesige Wand zuhause, die 4 Meter lang, dann kann man das auch so. Dann. Oder direkt auf die Wand oder so? Genau. Würde auch gehen? Würde auch gehen. Okay. Dann hast du jetzt also das Bild verkauft, wo kommt das an? Ungefähr, oder kommt das wieder in eine Privatwohnung? Dann, das kommt in eine Privatwohnung, genau. Das kommt in ein schönes neues Wohnzimmer. Ja. Ist das wichtig, dass du weißt, wo das Bild ankommt? Gar nicht. Nein, für mich gar nicht. Ich freue mich einzig und allein eigentlich nur noch auf ein Foto am Schluss vom Kunden. Das frage ich manchmal noch, ob man mir ein Foto kann schicken kann, wie es dann einfach aussieht. Wo es dann ist, wie es aussieht, genau. Aber wie am Anfang, also wo es ankommt, das spielt für mich gar keine Rolle, weil ich male ja das Bild eigentlich auch unabhängig vom Kunden. Ja.
Außer es ist eine Auftragsarbeit, aber in der Regel arbeite ich Freestyle und mal das einfach, setze es auf die Seite, auf die Website oder es wird ausgestellt an einer Ausstellung und dort kann man es dann kaufen. Und ja. Wie lange hast du jetzt gehabt? Es ist immer schwierig zu sagen, weil ich kann nie genau sagen, wie lange ich für ein Bild habe. Ich schaue nie auf die Uhr und meistens arbeite ich auch parallel noch ein anderes Werk gleichzeitig. Ja, ungefähr einen Monat, zwei Wochen, drei Wochen. Yes, drei, vier Wochen schon, ungefähr. Ja. Aber dann tut es einem doch auch weh, wenn man dann noch so ein Bild weggeben muss. Nein, gar nicht, weil dann freue ich mich auf einen neuen Platz, wo ich dann ein neues anhängen kann, das ich neu machen kann. Was kommt denn nachher da an? Da fehlt es nachher eine weiße Wand. Eben, dann male ich dann wieder eins. Aber das ist ja für drei Wochen eine weiße Wand. Das macht nichts. Das ist... Wenn wir eine weisse Wand haben, kann man sich gut und oftmals auch überlegen, ja, was könnte man jetzt dort nicht tun. Also man hat wie so ein bisschen eine Plattform oder eine Fläche, wo man sich dann ein bisschen etwas vorstellen kann. Ja. Kann eigentlich auch noch gut tun, habe ich auch noch gerne ab und zu. Okay. Ja. Das mit dem Knochen haben wir besprochen. Okay. Mhm. Wie ist denn das mit diesen Nippeln gekommen? Ja, das mit diesen Nippeln, das ist wie, muss ich weit zurück in die Vergangenheit. Ich habe einen 9 Jahre jüngeren Bruder. Und ich habe für ihn damals, also für meine Mutter und für meine Eltern, die er auf die Welt kam, habe ich damals die Geburtskarten zeichnen, die wir in der Familie und den Freunden verschickt haben. Und ich habe eigentlich als Kind immer recht so ein frivole Comics gezeichnet, weil ich das immer lässig gefunden habe. Menschen bei ihrer Macht, einfach auf meine Art und Weise als Kind, so wie ich das damals, okay. Oder eben auch so ein bisschen, Geschlechtsteil und so, das habe ich immer lässig gefunden. Wieso, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Also heute ist das auch nicht mehr, heute gehört es einfach wieder zu. Aber ich denke mir nicht mehr in dem Sinn dabei und überlege mir Storys und fange an Comics zu zeichnen. So, wie gehört es wie einfach dazu? Es passiert einfach. Okay. Ja. Ja. Ja, und so ist es entstanden. Ja? Mhm, aber die Nippel von früher sehen sicher anders aus als die von heute. Ja, es geht. Sie sehen auch heute immer noch recht einfach aus. Also, als Kind habe ich es glaube immer noch etwas gelesen, also habe ich es auch schon gleich gemacht, meinte, ja. Ja, okay. Jetzt sind es einfach farbig, für es war nur auf Papier. Aber die Kunst ist ja, dass man es eigentlich gar nicht sieht, oder? Das ist ja schon, wenn ich jetzt das darf sagen, eigentlich ein Volksbild, oder? Es ist ja recht gedrängt. Oder? Ja, das ist so. Also man braucht ein gewisses Zeit, bis man alles sieht. Und so soll es eben auch sein. Und das finde ich eben lässig. Ich mache viele Bilder, die auch wirklich einfach in dem Sinn sind, die wirklich simpel dargestellt sind, wo eine Figur drauf ist, plakativ. That's it. Und das ist dann zwar auch sehr aussagekräftig, oder? Aber da haben wir auch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu versinken und sich auch überlegen, ja, wieso ist jetzt das genau so und was soll das darstellen? Und das ist eigentlich das, was ich wähle. Ich möchte jetzt wirklich gezielt auch neue Arbeiten machen, wo man ein bisschen mehr noch muss ins Detail schauen und überlegen, was ist die Botschaft dahinter gewesen. Also nicht offensichtlich einfach nur noch Figürchen oder wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, sondern wirklich auch mal ein bisschen abstrakter gehen. Ja, okay. Also keine Botschaft in dem Sinn. Es immer Botschaften, das sowieso. Ah, es hat immer eine Botschaft drin. Es hat immer eine Botschaft drin, aber meistens kann ich sie selber auch nicht. Wie sie unserem Unterbewusstsein rauskommt. Ja. Also weißt du es vorher nicht oder nachher nicht? Oder tust du es nachher interpretieren? Ich tue es nachher im Nachhinein natürlich auch selber anschauen und mache mir auch meine Gedanken dazu, von was könnte jetzt das kommen sein? Ist das eine Erinnerung? Ist das ein Wunsch? Ist das was weiß ich was? Aber im Prozess selber, wie in der Entstehung, denke ich eigentlich nie gross darüber nach, was ich mache. Es entsteht einfach. Also du sitzt schon und fängst einfach an zu zeichnen. Ja. Und dann passiert das? Dann passiert das. Mhm. Aha. Hast du noch irgendeinen Schreibstau oder so einen Malstau, dass du einfach nicht weißt, was du machen? Absolut, doch, das gibt es immer wieder. Aber das sind immer interessante Phasen eigentlich, weil man sich in diesen Phasen sich auch noch mal neu orientieren kann, neu finden kann. Und ich glaube, vor allem mit der Kunst ist es extrem wichtig, sich auch stetig weiterentwickeln können. Ja. Ja, weil wenn man immer das Gleiche macht, eben, mir würde es irgendwann langweilig werden dabei, wenn ich immer das Gleiche, immer genau gleich, drum, ja. Ja, aber wenn du es dann malen und wenn du es nicht malen? Also zum Beispiel heute? Heute, ja, jetzt, ich mal eigentlich am liebsten am Abend. Also so ein bisschen zur Dämmerungszeit, gegen den Abend, bleibe meistens dann auch, wenn ich am Malen bin, wenn ich wirklich etwas in der Abend bin, auch sehr lange wach. Weil ich einfach finde, ich muss jetzt das fertig machen oder einfach weiterführen, so, dass ich zufrieden bin und ins Bett kann. Oder? Und am nächsten Tag dann allenfalls auch wieder weitermachen. Aha. Ja, aber eigentlich die Kunst, also das Kreative, das ist immer in meinem Kopf. Der Prozess, also ich meine, das Malen ist einfach sagen, das praktische Umsetzen. Ja. Aber die Ideensammlung, die Gedanken, die ich ja habe, was ich als nächstes malen könnte, oder auch wenn ich ein bestehendes Bild habe, wie ich es weiterentwickeln könnte, bis zur Fertigstellung, das ist immer irgendwie präsent, das ist immer da. 24, 7, 3, 65. Also kannst du das einfach tagelang oder nächtelang gar nicht schlafen, bis das Bild fertig ist? Mal schlafen gegangen schon, aber es ist dann einfach vielleicht nicht so viel schlafen. Es ist dann wie, ich
Natürlich ist es auch nicht bei jeder Arbeit so. Das ist vor allem auch bei Arbeiten, wo es um Initialwerk geht, wo ich eine neue Serie anfange, wo ich merke, irgendwie, das muss ich jetzt gerade mehrere machen, so, um ein bisschen in dieser Richtung bleiben, wo einfach wie eine neue Idee entsteht. Ja. Dort ist es schon so, dass man wirklich eigentlich, dass das einem recht einnimmt. Aber es ist, ja, also es ist schon nicht so, dass man gar nicht schläft, das schon nicht. Okay, aber du hast ja keinen Druck in dem Sinn, weil du lebst ja von dem, oder? Ja, nein, den Druck habe ich nicht, aber es ist gleich irgendwie, ich bin selber immer mega neugierig und will unbedingt wissen, wie das Endresultat am Schluss dann natürlich auch aussieht. Aha. Ja. Und von was lässt dich denn da inspirieren? Von ganz vielen verschiedenen Sachen. Also das Leben ist für mich Inspiration Nummer eins, Inspirationsquelle. Ja. Aber ich kann selber wie auch nicht klar sagen, ab was jetzt genau. Ob es jetzt das Tier ist, das ich letztens im Zoo gesehen habe, das so definitiv nicht. Es geht mehr um so ein bisschen ein Empfinden, Befinden, das man dabei hat. Oder wo man im, ja. Ist es mehr auf Tier oder auf Personen bezogen, was da in deinem Kopf vorgeht und dann nachher rauskommt? Beides. Tier wie auch Menschen. Umgebung, Natur. Auch, ja. Wobei, es geht mehr wirklich in meinen Sachen. Aber eben gut, ich sage nicht, dass es nicht so auch noch werden kann. Ich bin ja wirklich sehr plakativ und arbeite eigentlich mehr figurativ. Also mit Figuren oder Charakteren, ich sage jetzt so. Aber ja, natürlich, das, ja, Natur und so, das ist natürlich auch etwas, wo immer Gedanke ist. Aber jetzt so, sage jetzt, Gestalter ist noch nicht so umgesetzt worden, ist, also ich jetzt in einer Landschaft oder so. Ja. Okay, aber das sind immer wieder neue Figuren, oder kommen da Figuren, die immer wieder mal auftauchen? Oder ist das immer wieder etwas Neues? In der Regel sind es eigentlich immer neue, weil ich mache, wenn ich Freestyle arbeite, wirklich einfach so, mache ich eigentlich keine Skizzen. Dann male ich einfach direkt auf Leinwand und jede Figur ist in dem Sinne ein Unikat. Ja. Aber es hat auch schon gegeben, dass ich für einen gewissen Auftrag, dass der Kunde gesagt hat, ich hätte gerne etwas, das so und so aussieht wie dort, wo das mal gemacht hast. Ja. Und ich fand, okay, sicher, das kann man machen. Oder? Ah, das machst du? Das kann man auch machen, ja. Also ich kann das sicher an dem so orientieren. Mal auch, weil es ist ja dann nicht nur eine Figur in der Regel, sondern es kann auch sein, dass einfach dann heisst, ich hätte gerne noch so eins drin. Ja. Was dann rundum entsteht, ist dann das, aha, was man dann zusammen bespricht mit dem Kunden. Ja, genau. Das ist ja fast wie eine Zeitbombe dann, oder? Dann weiss man gar nicht, was man überkommt. Doch. In der Regel mache ich Skizzen. Ah. Nein, weil sonst wäre es schon. Ja, keine Zeitbombe. Also in dem Sinne ist etwas Schönes. Es kann auch einen ultimativen Überraschungseffekt haben. Oder so, ja. Das einschlägt wie eine Bombe. Nein, aber ich sage jetzt. Ja, aber bei der Figur, die für das Strip-Parade gemacht hat, sie hat die Figur für das Strip-Parade gemacht, um sie auf das zu kommen. Dort hat es keinen Nippel gehabt, oder? Mama, es hat auch schon ein oder zwei drauf gehabt. Ja, aber das ist wie an der Strip-Parade, sieht man das auch. Ja, definitiv. Aber ich kann mir sicher vorstellen, es gibt sicher Kunden, die sagen, das geht. Gibt es auch, aber eben, es ist noch lange nicht, nur weil es viel oder oftmals auf den Bildern der Fall ist, oder dass man es antrifft, so ein Nippel, heisst das noch lange nicht, eben, dass es auf jedem der Fall ist, weil, eben, ich sage, es kommt immer darauf an, wie man sich, ja, was die Idee ist dahinter, wie man sich auch fühlt. Es gibt auch Bilder, die haben das gar nichts verloren, finde ich, oder? Wo ganz etwas anderes sollen darstellen oder vermitteln. Mhm. Ja. Also ich wollte jetzt ein Wandbild. Da kann, dann sage ich, so und so gross sollte das sein, so gross ist meine Wand, so und so viel Platz habe ich. Mhm. Und dann fangen wir einfach mal an. Ja, da komme ich dann und sage, ja, ich muss natürlich noch ein Budget auch noch wissen. Ah, ein Budget. Ja, nein, weil das ist immer, also so fängt eigentlich, oder so entsteht eigentlich. Mit dem Budget, ja. Nein, das nicht. Aber es ist auch ein wichtiger Bestandteil, oder? Weil wenn man natürlich eine Auftragsarbeit, ich sage jetzt, generiert, kommt ein Kunde, sagt, ich hätte gerne so ein Wandbild, und dann sagt er, ich würde es gerne 4 Meter, und dann sagt er, ich kann aber nur so und so viel zahlen, und das will ich einfach überhaupt nicht drin liegen, in dem Ganzen. Oder wenn er nur schon Materialkosten und so weiter und so fort. Das ist die Mühe nicht wert, oder? Ja, nein, ich meine, schlussendlich muss ich auch schauen, wie ich davon, ganz genau. Okay. Ganz genau. Es kommt natürlich darauf an, was es ist. Ich kann auch schon für Charity-Projekte, das ist dann natürlich ganz etwas anderes, aber das mache ich auch extrem gerne, oder? Das ist ein anderer Bereich dann. Ja, aber in der Regel wirklich, man gibt der Kunde sagt auch seine Wünsche, seine Vorstellungen, wie viel er auch bereit ist, für das auszugeben, das ganze Format, wo er sich wünscht, wenn es eine Leinwand ist, oder wo er auch zur Verfügung kann stellen, wenn er eine Wand hat. Und dann tut man das vertraglich festhalten und dann werden Skizzen erstellt und dann kann der Kunde anhand von dem dann selektionieren. Okay. Ja. Gut, ich wollte etwas Kleines für 100 Franken, das sollte geil sein. Ja, ich wünsche eine geile Leinwand. Aber voll ausgefüllt. Einfach geil, ja.
Nein, ja. Aber gibt es viele Freunde, es gibt ja viele Leute, also, wo, wenn du ein Doktor bist und so, dann kommen die Leute an und sagen, ich habe da und da noch ein Problem und so. Und bei dir kommen sicher viele Leute an, sicher viele Freunde an, und machen wir ein Bild für mich. Einfach so. Mhm. Machst du das? Oder auf eine Serviette? Oder ja, so also, Serviette ist kein Problem, aber dann ist es halt mehr dann ein Skizzen, oder? Es ist dann mehr einfach Hugi auf Serviette. Es ist nicht viel wert. Also nicht viel wert in dem Sinne, es ist nicht... Es ist, ja, genau. Nein, es ist zwar auch das Original, aber ja, genau. Nein, es ist später kann für viel Geld verkaufen. Wer weiß, schön wär's. Lässig wär's. Ja, aber du lebst es eigentlich schon recht gut, das kommt mir jetzt vor. Also wenn du jetzt... Ja, oder ja. Nicht? Also, ja, schon. Also dir geht's gut, oder? Du kannst von deiner Kunst leben, ne? Ja, ich muss gleich also schon auch noch ein bisschen arbeiten, das ist definitiv schon. Was heisst denn das, arbeiten? Was denn noch? Ich bin noch Empfangsmitarbeiterin. Das musst du doch noch machen? Das muss ich doch noch machen und das mache ich auch gerne. Ja, aber natürlich, ich sage auch, wenn meine Zukunft so kommt, also das heisst, ich kann eben im Idealfall irgendwo schön in die USA und dort ist eine riesen Anfrage und ich kann die Bilder dort zeigen und ausstellen und auch verkaufen, natürlich, dann bin ich natürlich auch überglücklich. Ja. Dann wäre das natürlich so ein Nonplusultra, ja. Also dein Traum wäre in die USA? Ja. Weg von dieser Schweiz? Weg von der Schweiz langsam. Was ist denn gut mit der Schweiz? Die Schweiz ist super, ich bin gerne in der Schweiz. Nein, es zu ist... Zu beengt? Oder? Nein, aber es ist einfach... Ich habe das Gefühl, man kann noch mehr Leute erreichen. Ja. Und die Schweiz ist doch relativ klein, oder? Und ich möchte da noch mehr Leute damit erreichen, denen können Freude machen mit dem, was ich mache. Ja, ja, aber die Figuren passen eigentlich gut zu Amerika, so New York und so? Ja, es ist... Es ist auch zeitgemäss und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Es geht auch Richtung Urban Art. Es ist auch etwas, wo immer ein mehr kommt, Street Art, also immer mehr kommt. Es, ist, es existiert, es ist da, die Leute kennen es, finden es auch lässig. Jetzt bist du erst neu in dieser Wohnung, also da willst du noch nicht auf Amerika. In welchem Zeitraum willst du nicht in die USA? Nächste 10 Jahre? Man weiss nie, was entsteht. Es kommt natürlich immer darauf an, was dann dort auch noch passieren könnte. Je nachdem, wie gross und was es ist. Oder? Aber ich sage, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wäre es schön, dass man da vielleicht mal irgendeinen Zugang finden kann. Ja. Mhm. Okay. Und da gibt es schon irgendwelche Fühle, die schon ausgestreckt sind? Im Moment noch nicht. Nein. Aha, das wird noch passieren. Nicht. Das wäre schön, wenn es noch passieren würde. Ja, also, ich denke, in Sachen vom Internet irgendwann können sie schon. Social Media ist etwas, ja, eben, ich bin froh, gibt es. Ich glaube auch so, eben, mit Leuten erreichen, Typ und Sachen, Reichweite und alles, das ist definitiv etwas Gutes, das man auch nutzen soll, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, ja, also Facebook und Twitter machst du nicht so viel, habe ich in meiner Recherche gesehen. Ja. Aber Instagram machst du ein bisschen. Instagram bin ich eher, Facebook zwar auch, aber dort habe ich einfach meine Facebook. Eingeschränkt. Genau. Ja, also keine öffentliche Page, ja. Mhm. Und USA, natürlich Twitter, müsstest du deinen Twitter-Account wieder reaktivieren, der vor 4 Jahren vielleicht mal eröffnet wurde. Ja, wäre einfach nicht schlecht. Ja, einfach einmal, ja genau, einen älteren Account. Du hast gar keine Zeit für so Zeug, ja? Es wird langsam schwierig, ja, weil eben, man muss auch gleichzeitig noch frei sein im Kopf, um auch kreativ können sein, oder? Und wenn man natürlich dann administrativ, Social Media, Marketing und so weiter und so fort, dann ist es dann schon irgendwann eine gewisse Arbeit, ja. Mhm. Wie sind denn eigentlich die Leute auf dich hoch? Von der Street Parade haben die einfach mal angerufen und gesagt, wir würden gerne, dass du das machst, weil es war ein relativ grosser Auftrag. Also das waren auch viele Figuren, die du da gemacht hast und viel Plakat und viel drumherum und so. Mm-hmm. Das ist ein grosser Auftrag, das ist ein riesiger, oder? Ja. Mm-hmm. Die sind sicher schon 2 Jahre vorher gekommen oder so, oder? Nein, das ist, wenn ich mich jetzt richtig mag zurückerinnere, ist das im Oktober, November 2017. Ja, okay, also doch noch relativ kurz. Relativ kurz, genau, aber ich habe doch bis eigentlich dann im Juni, Mai, Juni, also das sind insgesamt wirklich 7 Monate gewesen, bin ich dran gewesen. Ja. Und da hast du natürlich jetzt einen Stress mit der Timeline, also dass du einen Zeitrahmen hast, wo du einfach fertig sein musst. Ja, und vor allem der Punkt war auch, es hat wie keine Vorgabe gehabt. Wir haben ja eigentlich alle gesagt, jetzt probieren wir das mal, das machen wir mal. Das Einzige, was die Vorgabe war, war das Motto. Ja. Und das war eigentlich auch schön gewesen, aber gleichzeitig eben auch ein bisschen die Challenge, weil wie soll man so ein Motto bildlich darstellen, oder? Und das hat einem schon gefordert, aber das hat mir gut getan, weil es ist extrem lehrreich auch die Phase gewesen. Aber für mich, wie komme ich zu meiner Idee innerhalb von kurzer Zeit und wie kann ich es umsetzen, oder?
Nein, es ist ganz etwas Gutes gewesen, ja. Und das sind ja wieder ein Haufen neue Figuren gewesen. Hast du irgendwie nicht mal sind die Figuren nicht mal irgendwie ausgeschossen? Dass sich irgendwann mal wiederholt oder so? Kommt das vielleicht, dass die eine mal immer die gleichen Haare hat irgendwie oder die gleichen Handbewegungen macht. Das gibt es schon auch. Aber es ist, ich denke in dem Sinne nie daran, jetzt könnte ich die noch mal machen oder die Figur war schon noch lässig gewesen, sondern ich mache wirklich einfach. Ja. Mhm. Gibt es denn auch Menschen, die man darin erkennen kann, karikaturmäßig? Nein, das jetzt noch, in dem Sinne noch nicht, nein. Oder hat es Leute schon gegeben, die sagen, der sieht gleich aus wie der Onkel, was weiß ich was? Ja, dann muss ich jetzt gut überlegen, ja. Jetzt in dem Bild wahrscheinlich eher nicht, nein, oder? Da jetzt nicht, das aber jetzt muss ich wirklich gut überlegen, es fällt mir gerade nichts ein. Es hat ein Figürchen mal gegeben, aber das war uralt, da bin ich selber irgendwie 2012 oder 2013 war das. So eine kleine Comicfigur, die ich gemacht habe, und das hat ausgesehen wie so ein französisches Comicfigur. Ich weiß aber nicht, wie es geheißen hat, aber das hat, ist eigentlich in dem Sinne nicht vergleichbar jetzt mit dem, was ich jetzt mache. Das war ganz etwas anderes gewesen, ja. Mir kommt ein Comic in Sinn, den Mike von Eldenhofen mal gemacht hat, so also ein Comicstrip. Wo ein Kind all das so gezeichnet hat, wie es sieht. Mhm. Oder dass es das Kind die Welt ganz anders sieht. Mhm. Oder der Zahnarzt sieht dann so mit so schrägen Augen. Und so. Ich kann sein, dass du vielleicht die Welt ganz anders siehst als ich. Ja, wenn ich mich darauf einstelle, kann ich sie doch auf meine eigene Art und Weise betrachten. Dass so alle so rumlaufen. Ja. Nein, natürlich nicht so. Natürlich so schon verkräft, nur. Ja, visuell natürlich nicht. Aber ich sage jetzt rein in der Vorstellung definitiv. Aber das überlegt man sich auch. Man denkt auch oftmals, das kann ich zum Beispiel auch darstellen. Ich hatte letztes Mal die Idee mit einem, was ist jetzt? Ein Blumenstrauß, wo ganz komische Sachen rauskommen. Einfach alles andere als Blumen. Ja. Einfach so Sachen. Das ist auch etwas, das einfach so die Fantasie anregt. Ja, doch, das ist definitiv der Fall. Und das mache ich auch relativ oft. Ja. Aber weniger jetzt so auf Menschen bezogen, sondern ich stelle mir wirklich dann mehr in dem Moment schon das fertige Bild vor. Okay. Es ist, ja. Wie ist denn das Ganze entstanden? Also mit der Geburtskarte wahrscheinlich schon mal ein Anfang und so. Aber du kommst ja aus einer Künstlerfamilie. Mhm. Also alle sind irgendwelche künstlerisch begabt und haben in dem Ding gearbeitet. Und wegen dem ist das wahrscheinlich mit dir passiert, oder? Mhm. Ja, ich habe das irgendwie mitgenommen, ja. Du hast irgendwie die Welt aufgesogen, so quasi, oder? Mhm. Ja, aber genau, der Duft von der Kreativität, nein, von der Fantasie. Und dann, wie wird man denn also so Künstlerin? Also ich meine, da musst du ja normal in die Schule. Wie gut bist du eigentlich im Zeichnen gewesen? Oh, nicht sehr gut. Nicht sehr Nein, weil ich bin schon damals, ich hatte Vorgaben in dem Sinn nicht gerne gehabt. Es kommt jetzt aber zum wichtigen Punkt, wenn ich allerdings jetzt eine Auftragsarbeit mache, habe ich ja eigentlich nur die Vorgabe, ungefähr was soll es werden, aber der Stil soll meine bleiben. In der Schule hingegen hat es geheißen, okay, dann machen wir mal so, dann schauen, dass es ein bisschen so und so aussieht. Und das ist für mich wie so, Theorie lesen und gleichzeitig versuchen, das irgendwie. Und das ist nicht so meins. Nein, das habe ich gar nicht gehört. Und das hat niemand verstanden, ne? Nein. Also von der Lehrer, oder? Nein, nicht wirklich, nein. Das ist eigentlich schade. Ja. Im Prinzip sollte man das eigentlich fördern, oder? Wenn man so etwas sieht. Oder? Ja, das ist so. Aber eben, es kann einfach auch sein, dass das Kind in dem Moment einfach extrem demotiviert ist und gar keine Lust hat. Aha, das weiss man ja dann nicht, oder? Nur weil es nicht kann, oder? Aber die Eltern kennen relativ schnell, ob das Talent da ist oder nicht, ja? Ja, ich denke schon. Oder die Umgebung, also die familiäre Umgebung, also vor allem die Künstlerfamilie erkennt es relativ schnell. Ich glaube schon, dass es relativ schnell einmal so ein bisschen angesprochen wurde. Ich sage jetzt nicht vom zeichnerischen Talent her, wirklich so mit Perspektive und schön und alles, sondern es ist mehr um die Idee gegangen oder eben um die Fantasie, die das Kind damals hatte. Ja, die Fantasie, die es bleibt, wo man eigentlich das Kind rausprügelt, eigentlich in der Schule rausprügelt, was relativ tragisch ist, aber es ist halt immer noch so. Und dann hast du aber schon relativ schnell gewusst, dass du Künstlerin werden willst. Das ist eigentlich dein Beruf, oder? Künstlerin. Ne? Es ist ja beruflich, ja, eigentlich mein Leben. Neben dem Empfang, ganz genau. Das hast du relativ schnell dann gewusst, ne? Dass man so etwas machen will, irgendetwas werden will. Es gibt irgendwann eine gewisse Zeit, wo den Kind wenn sie sagen, was willst du mal werden? Mhm. Busfahrer oder, was weiss ich? Nein, also ursprünglich, ursprünglich wollte ich immer Radio- oder Fernsehmoderatorin werden. Ja. Das ist aber dann halt nicht zustande gekommen. Wieso ist das nicht zustande gekommen? Es hat sich noch nicht ergeben. Hast du es denn mal probiert?
Nein, bis jetzt noch nicht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich bin mal ins Nickelodeon gegangen als Moderatorin schnuppern. Aber aber nicht im Fernsehen, oder hat man dich dann nicht gesehen? Oder? Schon. Ja, nicht als Moderatorin oder als Schnuppi, so als Schnupper, wie sagt man. Als Gast. Sondern einfach als Gast, der dann am Boden gesessen ist, während dem Spiel gespielt wurde. Dort bin ich dann dabei gewesen. Und warum hast du das nicht weiterverfolgt? Es ist irgendwie, bei mir ist dann Flügerei ins Spiel gekommen. Ich habe dann noch Flugbegleiterin gemacht. Ja. Und das hat dann wie mehr meinen Fokus geraubt. Oder ja. Wie lange hast du denn das gemacht? Das habe ich insgesamt 2,5 Jahre gemacht. Ja. Ja. Und das war ganz eine gute Lebensschule gewesen. Würde ich gar nicht missen. Wirklich. Also das war extrem schön gewesen. Ja. Ganz eine schöne Zeit. Und auch wertvoll. Eben für Lebensschule Leben. Von den Menschen her? Extrem. Von der Kultur her? Ja, und vor allem auch für sich selber. Wie reagiere ich in Ausnahmesituationen? Ja. Das ist, wenn es medizinische Notfälle gibt oder auch mit der Technik vom Flugzeug selber. Ja, da muss man schauen, wie man dann reagiert. Man weiß es im Voraus eigentlich nicht, wenn man es noch nie erlebt hat. Oder? Das ist spannend. Was ist denn da so passiert? Da hat es ganz viele verschiedene Sachen gegeben. Es ist ja verjährt, man kann darüber reden. Man darf darüber reden, ja. Das ist von Magen-Darm-Grippe zu Nervenzusammenbrüchen zu Herzinfarkt. Das kann alles geben, oder? Ich habe auch schon Sachen gehört, was Fehlgeburt und so angegangen ist. Das hast du aber nicht erlebt. Das ist zwar, Moment, jetzt darf ich ganz kurz unterbrechen, ich weiß es nicht. Man kann unterbrechen, es ist ein Podcast, der läuft und läuft. Ja. Es gibt jetzt einfach einen Schnitt. Wir machen jetzt zusammen, noch nie gemacht bei GMGS, es gibt jetzt einen Schnitt. Ich weiß nicht warum, will ich mir nicht sagen, aber es gibt einen Schnitt. Ich komme wieder zurück. Jawohl, was ist? Nein, das war eine schlimme Geschichte. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, sonst werde ich wieder emotional. Nein, darum habe ich gerade so... Gut, ja. Sie wollten nicht darüber reden, wir sind wieder da. Gut. Haben wir das jetzt wieder so sagen? Das ist okay. Okay, ist okay. Also, und darum hast du irgendwann mal aufgehört mit dem Flugbegleiter. Das ist ja auch ein Stress mit den Leuten und so, die unfreundlich sind. Man muss es bedienen, sie wenden nicht und so. Und alle bestellen nur Tomatensaft die ganze Zeit. Ist ja nicht lustig, oder? Und dann bist du in New York und kannst nichts machen, siehst Künstler und so. Und dann das machen. Dann hast du aufgehört. Natürlich habe ich nicht wegen dem aufgehört. Aber auch wegen dem? Nein, eigentlich nicht. Nein, gar nicht eigentlich. Wirklich okay. Gar nicht. Nein, es ist eben das mit den Leuten und so. Ich finde, genau das machen, das hat schon Spaß gemacht. Oder? Man lernt für sich eben auch extrem. Auch wenn es Leute gibt, es gibt überall Leute, wo man vielleicht... Es gibt es immer wieder, oder? Da können wir ehrlich sein. Das ist die Situation, wo man immer das anstrengende Personen vielleicht um einen herum gibt. Aber wenn man weiss, wie man reagieren kann, dass man selber nicht in so einen Stress oder in so einen Struggle hineinkommt, oder, dann weiss man ziemlich schnell, okay. Das ist gut. Okay. Und dann ist, ja. Okay, Flugbegleiterin fertig. Und was ist dann passiert? Nachher bin ich eigentlich zurück auf das, was ich ursprünglich gemacht habe, aufs KV. Kaufmännisch wieder ins Büro. Ja, ja. Und habe eigentlich lange den Spagat eben mit der Kunst und dem Büro ich habe immer Teilzeit geschafft bis jetzt. Ja, eigentlich den Spagat immer so ein bisschen gemacht. Was machst du denn im Büro? Was suchst du ja? Ja, es gibt auch Sachen, nein, das schon nicht, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch Sachen, wo mir extrem Spass machen, das definitiv. Weil es ist nicht einfach nur im Büro hocken. Also klar gibt es auch so Jobs, oder? Aber es geht ja auch darum, je nachdem, was man macht, muss man gleich auch kreativ sein, zum Lösungsweg finden für gewisse Sachen oder was weiß ich was, oder? Und das ist auch etwas, das da wird man auch gefordert und das macht mir Spass. Und vor allem mit dem Computer sowieso, da bin ich, ja. Bist du da gut am Computer, oder was? Ich meine schon. Weiss ich nicht. Doch. Also das ist deine Stärke, etwas am Computer zu machen. Warum zeichnest du denn nicht am Computer überhaupt? Das mache ich auch. Mit einem Grafik-Tablet. Das ist ein spezielles Tablet, wo man Stifte dazu hat, wo man das mit einem Photoshop oder Adobe Illustrator dann kann gestalten kann. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wenn sie von Hand zeichnen. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich das schon mal ein bisschen besser vorzustellen, wie es am Schluss aussieht. Ja. Zum Beispiel Skizzen oder eben auch das für das Trip Parade ist viel auch auf dem Tablet entstanden. Und dann weiss man schon ungefähr, okay, es hat so und so Farben, es sieht so und so aus, kann man sich vorstellen, ja oder nein. Und man kann wirklich alles schon schön kolorieren und anschauen und das kommt dann auch so schicken. Okay. Ja. Bei der Trip Parade, wie viele Bilder hast du da müssen abliefern? Was war denn der Auftrag überhaupt gewesen? Wir haben in dem Sinne keine so eine Abmachung gehabt. Wir haben einfach gesagt... Das einfach gemacht? Ich habe einfach gemacht, ja. Ja. Und dann, ja, es kommt langsam, oder? Und dann haben wir weitergeschaut. Das war wirklich so ein gemeinsames Finden auch gewesen, oder? Man hat, ja. Wie ist denn das, wenn wir das die Figuren sieht und alle tanzen um die Figuren herum. Das ist ein sensationelles Gefühl. Das ist Weltklasse. Also das ist etwas
Ja, ich auch jetzt schon wieder. Ich darf gar nicht gross davon reden. Nein, weil wir sind auch froh, den Tränen runtergerollt, als ich das erste Mal die Bühne gesehen habe mit diesen vielen Menschen. Ja, und die Figuren drumherum. Wirklich wahnsinnig. Also nach wie vor, es fährt mir fast, ich weiß gar nicht, was ich soll sagen. Ich wiederhole mich sowieso die ganze Zeit in dem Moment. Und kann nur sagen, es ist super, es ist super. Aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich glaube, das wird man auch so schnell, falls überhaupt, nicht mehr erleben, oder? Und, aha, gibt es da keine Steigerungsformen mehr? Was könnte man denn noch machen? Ich hoffe es schon. Ich weiß auch nicht, was es noch alles gibt. Es gibt auch vielleicht Sachen, wo ich selber noch nicht mehr weiss, wie gross dass man noch Sachen oder wie gross dass man noch gehen kann. Das heisst, das ist schon etwas im Petto, oder weiss man irgendetwas, was in Planung ist, oder? Nein, das noch nicht, aber das Einzige, also was ein extremer Wunsch wäre, oder sagen wir etwas Grosses nochmal zu machen, wäre mal ein Flugzeug können anzumalen. Oh, dann tun wir uns ja wieder quasi, dann schließt sich der Kreis. Dann schließt sich der Kreis, ganz genau. Closed Loop, ja. Hast du das schon mal probiert, oder ist das jetzt die erste Anfrage, dass Swiss oder Edelweiss? Ich habe es noch nicht probiert, aber ja, es wäre mega lässig. Und natürlich ganz etwas Tolles, wo einem extrem mit dem verbindet, wie man selber auch schon so geschafft hat in diesem Bereich. Oder? Ja. Und, ja. Das wäre dann lustig, wenn dann die Leute rausschauen und sie selber so eine Figur sind, oder? Ja. Zum Beispiel wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Das wäre der nächste Grossauftrag. Das Flugzeug, kannst du mal ein Tram anmalen oder so? Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch eine Idee. Ja. Oder ein Zug, genau. Ja. Was haltest du eigentlich denn von den Leuten, die dann so die Graffitis einfach so, also das sind nicht keine Graffitis, aber Leute, die einfach so Zeug sonst noch bemalen, gibt es da irgendetwas Schönes, was du da siehst? Absolut. Also klar, da kann man sich darüber streiten, oder? Ich mache es jetzt nicht. Ich habe den Mut nicht und ich spraye selber sowieso nicht. Hast du noch nie ein Graffiti gemacht? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Nein, ich bleibe mit dem Pinsel und Acrylfarbe also treu. Also mit Spraydose hast du noch nie probiert? Probiert schon, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich lieber auf dieser Schiene bleibe. Ja. Weil es ist ein anderer Prozess, der mir einfach mehr entspricht. Ja. Was ist denn dein Lieblingsarbeitsinstrument? Der Pinsel? Oder der Pinsel, Stift. Ja, der Pinsel, der Bleistift, weil mit dem Bleistift zeichne ich ja das alles vor auf dem Bild. Und der Bleistift ist der Ursprung, also ohne dem geht es gar nicht. Also es würde schon gehen, aber ich möchte zuerst die Linie sehen, die ich nachher umsetzen würde. Ja. Okay. Und dann nach der Street Parade, da sind sicher viele Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, da und da, das Bild, das ich habe, da und da gibt es einen Auftrag, da hat es sicher gegrabt. Da hat es recht die Anfrage gegeben, ja. Und das ist etwas daraus geworden und so? Ja. Das ist etwas daraus geworden, oder? Ja, also es hat auch gewisse Situationen gegeben, wo man jetzt so ein bisschen am Reden ist, am Schauen ist. Jetzt eben auch heute zum Beispiel gerade ist eine neue Ausstellung, die heute Abend stattfindet in Basel, wo auch via das so ein bisschen angekurbelt worden ist nochmal. Einfach, dass man jetzt sagt, jetzt möchte man die Bilder auch noch zeigen, oder? Das von der Street Parade ist natürlich nur Print. Ja, ja. Es gibt aber auch Original, oder? Und das sollen die Leute auch ein bisschen sehen. Sonst ist es eigentlich noch nicht so spruchreif. Also es ist vieles jetzt im Moment noch am Schauen, wo ich am Schauen bin. Und selber noch ein bisschen muss das koordinieren, um mich zu finden. Das lange ich klopfe auf Holz, dass alles gut kommt, aber es kommt sicher gut. Danke vielmals. Wie plant man denn so eine Ausstellung? Also da sagt jemand, ich will deine Werke zeigen. Hast du nicht mehr so gewisse Werke denn irgendwie im Lager oder im Petto, dass du sagen, das und das zeigen wir, weil du das meiste verkaufst oder willst du auch wieder verkaufen? Was behaltest du denn? Was zeigst du denn? Ich zeige in der Regel immer so die neuesten Arbeiten. Es hat aber auch schon Ausstellungen gegeben, wo ich speziell eine punktuelle Serie erstellt habe, wirklich für die Ausstellung. Ja. Es kommt ganz darauf an. Also das kann man wie nicht so pauschal sagen. Es kommt auch oftmals so der Fall, dass es heisst, eben hast du vielleicht noch ein paar Bilder, geht noch ein Lager oder so, wo man zeigen kann und dann schaue ich, was ich habe. Und dann nehme ich eigentlich immer so ein bisschen meine Favoriten. Oder? Es gibt auch Bilder, wo ich jetzt sage, okay, das finde ich jetzt ist schön und gut, oder? Aber da gibt es eine bessere. Aber es gibt beides, die ich zeige, weil eben Geschmäcker sind so verschieden. Was ich einfach immer schaue, ist, so ein bisschen, dass ich kann, wie sagen wir, diversifizieren, dass es wirklich von verschiedenen Grössen auch, verschiedenen Materialien und so weiter und so fort, dass man da alles ein bisschen abdecken kann. Mhm. Mhm. Und wo entstehen denn die Bilder? Aber nicht hier in dieser Wohnung, oder? Oh doch. Ah ja, aber es ist so aufgeräumt.
Ja, das ist dort im hinteren Bereich. Alles voller Farbe und wenn du ausziehst, kannst du nichts mehr putzen? Nein, da dachte ich mir wirklich extrem drauf. Also das machst du in der Wohnung selber? Das mache ich selber. Das ist kein Atelier oder so? Ich habe eins mal, aber das ist umgebaut worden. Dort konnte ich selber auch noch drin wohnen. Das war eigentlich wirklich so ein Nonplusultra. Das war mit einem Schaufenster. Das war eine ganz lässige Location. Ja. Und alle können zuschauen und so. Ja, ich habe dann auch am Abend, wenn ich dann gemacht habe, den Vorhang schon zugemacht. Aber Bilder habe ich dann noch schön reingestellt. Super. Und genau. Das hast du jetzt nicht mehr und jetzt machst du es in der Wohnung? Jetzt mache ich es. Das geht? Das geht tiptop, ja. Ich habe auch wunderbar das Licht da rein und das ist eigentlich sowieso und so. Ja, es ist... Fange ich die Wände drauf. Ja, aber dann hast du irgendein Arbeitsgewand an oder wie? Oder wie machst du das? Also, ja. So in den normalen Kleidern machst du das wahrscheinlich nicht. Mal auch schon, aber dann hat er mich eben auch schon ein paar Mal darüber aufgeregt, weil ich gedacht habe, also heute schaffe ich es, mich nicht dreckig zu machen. Die Farbe bringst du nicht mehr raus? Nein, es geht nicht mehr raus. Nein, wirklich. Und ja, was ich auch schon neue Liebling gekauft habe. Und so. Aber einfach, weil es hat einfach ums Verrücken gehen müssen. Jetzt hat es müssen anfangen, jetzt kann ich nicht noch mich umziehen, umwechseln. Da. Nein, es hat müssen sein. Ich musste anfangen. Und dann ist es halt dann so. Meistens aber im letzten Moment dann. Okay. Dann haben wir gedacht, yes, jetzt hat es nichts. Und dann gleich noch, oh, und den Finger habe ich es dann dran gehabt. Und wann fängst du dann ungefähr an, dann am Abend am Arbeiten? Wenn stimmt es denn für dich? Ja, es stimmt eigentlich immer. Es ist schwierig zu sagen. Ja, es ist so ein extremer Bestandteil von meinem Leben. Es ist für mich so Usus, wie soll ich sagen, die Normalität, dass man einfach malt und zeichnet und kreativ ist. Ich kann heimkommen, Taschen anlegen, gerade anfangen. Ich kann heimkommen, etwas essen und dann anfangen. Es spielt für mich wirklich keine Rolle. Es gehört einfach dazu, dass man irgendwann anfängt. Aber wenn genau, das kann ich nie so sagen. Meistens geht es aber doch relativ schnell. Okay, also und wie lange machst du denn das? Wie lange schaffst du denn das? Wenn da hörst du auf, wer stoppt dich? Ja, meine Müdigkeit. Ja, das ist, darum, da bin ich sehr froh. Das ist wirklich etwas. Nein, sonst komme ich gar nicht mehr raus. Nein, schon nicht. Aber nein, die Müdigkeit stoppt mich irgendwann selber. Wenn ich einfach merke, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Jetzt habe ich irgendwann gar keine Lust mehr und sage, jetzt muss ich einfach, oder die Finger tun mir weh. Hat es auch schon gegeben, dass ich gefunden habe, jetzt muss ich ins Bett. Gibt es eine ganz neue Muskel, wenn man das macht? Ja, ich habe schon ein rechtes Überbein bekommen. Da. Also tatsächlich. So vorne? Ja, da. Okay. Ja, das kommt halt, das ist halt das Mal. Das kommt halt davon. C'est la vie, gehört dazu. Aber du tust dich ja selber auch bemalen, so habe ich das gesehen, mit den Tattoos. Also du bist praktisch so quasi zum Kunstwerk. Was machst du nicht? Kannst du nicht selber machen. Wer macht denn die Tattoos? Was steckt denn da dahinter? Das hat ein Kollege gemacht, der selber auch Künstler ist, die einen. Die anderen bin ich sonst im Studio gemacht. Wäre lässig natürlich, wenn man selber auch noch gut selber stechen könnte, aber das wäre dann schon gerade ein bisschen... Das bringst du nicht an. Nein, das bringe ich wahrscheinlich nicht an. Aber Entwürfe habe ich definitiv auch schon für andere Kunden gemacht. Also Leute, die gesagt haben, ich würde mir gerne ein Tattoo machen, kannst du mir etwas zeigen. Ah! Ja, das habe ich auch schon gemacht. Natürlich lässig wäre eben, wenn man wirklich sagen, man macht es von A bis Z selber. Selber zeichnen, selber stechen, that's it. Aber das Design konnte ich dann liefern. Aber kommt man da nicht ein bisschen Angst über, wenn einer ein Tattoo haben von deinen Figuren und so und das bleibt dann für ewig? Gar nicht. Ich finde, das mich macht das wie stolz. Oder? Weil dann heisst es eben, jemand findet das so lässig, der ist bereit und gewollt, dass sie das Leben lang so unter seiner Haut tragen. Das ist für mich eigentlich ja, etwas sehr Schönes. Ja, muss wie ich sagen. Viele Leute gibt es so mit dem Motiv, das man laufen? Das sind jetzt ungefähr es sind nicht so viele, aber es sind ungefähr 8 Leute. Ja. Aber eben, das sind die ich es weiss. Okay. Man weiss nie, eben Instagram und so, das ist das andere, oder? Lässig, oder? Aha, die Leute, die kopieren? Ich habe es jetzt noch nie erlebt, noch nie gesehen, holt so lange. Darf man das? Darf man das überhaupt? Nein, das definitiv nicht. Ich habe mein Copyright da. Okay, eben. Moment einmal. Also wenn ich jetzt ein Tattoo... Aber ich weiß auch schon mal doch etwas, habe ich schon mal gesehen. Wenn ich ein Tattoo habe, wo... Eben eines von deinen Figuren, dann muss ich auch zu dir kommen und sagen, ich will das haben. Ja. Ja. Ja, die Künstler sind frei, das ist klar. Ja, klar. Oder auch nur schon, wenn es ein Bild ist, das man sieht und man will ein Liebling drücken, ja. Mit dem Ding drauf, ja, klar, müssen wir über mich kommen, oder? Nein, das kann man nicht einfach dann sagen, ich gebe jetzt das in Auftrag, ich lasse ein Liebling mit dem Motiv drücken und dann läuft man damit rum, oder? Ja, also das habe ich dann keine Freude, wenn ich das gesehen. Nein, das ist... Hast du auch schon gesehen? Ich habe es schon mal erlebt, schon mal gesehen. Im Nachhinein habe ich es dann mit dem Augenzwinkern akzeptiert. Es war okay, es war für ein kleines Kind.
Aber schlussendlich sehe ich es nicht gerne. Nein, das macht man auch nicht. Ich gehe auch nicht einfach, ich weiß auch nicht, oder irgendwie, und höre jemand anderes. Es ist auch geistiges Eigentum, es geht auch darum. Ja, ja. Aber da zahle ich nicht unter 100'000 Franken, wenn ich ein Tattoo will, oder so, oder? Nein, nein, nein. Das ist dann wirklich ein Entwurf. Das kann auch ganz ein einfacher Entwurf sein. Da trifft man sich dann, ja, ja. Okay, okay. Mhm. Also du willst also immer, klar, du willst dabei sein, wenn du weißt, dass irgendjemand das machen will. Das ist... Also, einfach, dass man mich zumindest fragt, das ist das, was ich einfach schon erwarte eigentlich. Ja, ja. Wie gehst du denn darum, wenn du auf Instagram Leute siehst, die irgendwelche ähnliche Figuren vielleicht machen? Oder du hast sicher auch Leute, die dich kopieren, oder? Das gibt es sicher auch, oder? Also ich habe bis jetzt wirklich noch nie in dem Sinn bewusst eine Kopie wahrgenommen, bis auf einen Fall, wo es einfach sagen wir, eine ähnliche, nachgezogene Linie war und man hat schon gesehen, es geht in das rein. Ja. Es war nicht eins zu eins umgesetzt, aber es ist definitiv davon inspiriert, sagen wir es, inspired by, oder? Aber natürlich, es gibt so viele Künstler, Konkurrenz ist riesig. Ich meine, da gibt es so viele Leute, ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die sagen, ich oder sie malt jetzt wie ich ein bisschen, das gibt es auch, oder? Und ich finde, solange man wirklich eine eigene Handschrift drin hat, und das kann sowieso niemand kopieren. Das kann auch ich, könnte auch ich von jemandem kopieren, oder? Weil es geht auch um die Idee dahinter. Nein, also Kopie in dem Sinn, so habe ich es noch nie, außer eben das, was einfach ein bisschen inspiriert war davon. Aber sonst wirklich Kopie 1 zu 1 habe ich zum Glück noch nie wahrgenommen. Ja. Okay, ja. Okay. Mhm. Ja, gibt es denn schon so Sachen, die man kann von dir kaufen kann? So T-Shirts und solche Sachen? Der Gobsack hat es mal gegeben. Der Gob, wann ist das? Der Gobsack, das war vorletztes Jahr, 2016. Für 3 Monate. Das ist ein grosser Auftrag. Das war auch ein grosser Auftrag, genau. Das war auch ganz lässig. Den konnte man für 2 Franken an der Kasse kaufen. Und das sind alles die gleichen Sekte? Es sind alles die gleichen Sekte zum Thema Fußball, EM und Grill, genau. Ja. Ja. Und da bist du immer in Gob gepostet. Da bin ich auch einfach so in Gob reingelaufen, um zu schauen, wie es aussieht. Und wenn sie gefragt haben, ob die Tasche, wurde gesagt, ja. Ja, ja. Definitiv ja. Das war etwas Lässiges. Ja. Wo sollte denn die Welt noch bunter werden? Wo sollte man denn noch mehr von deinen Figuren sehen? Wo stört es einem? Wo ist es nicht gut auf dieser Welt? Ja, wo fängt man da an? Nein, Ja, so tief haben wir jetzt nicht gehabt. Nein, ich... schwierig. Vielleicht auch ein bisschen... Was soll ich sagen? Nein, es ist auch schwierig zu beantworten jetzt gerade. Ob es jetzt eben ein Flugzeug ist, oder ob es jetzt richtig... Musikszene geht in den USA, wo gewisse Bühnenbilder, sage ich jetzt, oder Backgrounds inszeniert werden für grosse Stars. Das wäre etwas, was mega lässig ist. So zusammenarbeiten, Konzepte erstellen, Gestaltungskonzept für eben vielleicht auch für Filme, für Musikvideos und so weiter und so fort, für grössere Projekte. Ja, das wäre vielleicht, ja. Okay. Ja, das ist ein bisschen dürr. Aber es gibt sicher ein Motiv, wo du damit die Welt verbessern, oder? Oder sagen, so und so geht es nicht? Ja, vor allem dann, wenn es so ein bisschen Richtung Tierquälerei geht. Ja. Da habe ich ein paar Werke im Nachhinein schon gemacht. Aber das war mehr wie auch für mich so eine Verarbeitung von diesen Eindrücken, wenn man auf Facebook so schlimme Videos sieht. Ich kann es nicht mehr schauen, oder? Ich kann es nicht anschauen. Ich finde es schrecklich. Aber das ist dann wie, dass ich dann das umgekehrt einfach dargestellt habe, das Tier, das ein Mensch macht. Und das war dann so meine Verarbeitung von dem gewesen, sozusagen. Und ja, oder das einfach auch so ein den Menschen zum Denken anregen. Also, was wäre, wenn die Situation umgekehrt wäre, oder? Ja. Aber ja. Okay. Du schaust viele komische Facebook-Videos. Nein, eben nicht mehr. Nein, ja nicht. Eben, darum bist du nicht mehr auf Facebook, also nicht mehr so aktiv. Aber ich verstehe nicht schon. Aktiv, ja. Das ist ich verstehe schon. Gibt es denn auch Bilder von anderen Künstlern, die du gut findest oder kaufst oder so? Hat es auch schon gegeben, absolut. Oder auch Tauschgeschäfte mit anderen Künstlern. Ah, Tauschgeschäfte? Ja, wo ich gefunden habe, oder wo der andere Künstler gefunden hat, das Bild ist mega lässig. Hättest du Lust, um einen Tausch zu machen, gibt dir dafür das und das Bild oder kannst du eins auswählen. Ah, lustig. Hat es auch schon gegeben, ja. Was sind das für sind das so Künstler, die in Zürich rumlaufen? Oder? Ja, unter anderem auch, okay. Oder gibt es eine eigene Szene? Es ist wirklich eine rechte Szene, das ist so. Ja. Aber immer dort, wo es eine Szene gibt, dort gibt es auch viel Neid.
Oh. Habe ich, ja. Also Menschen, die nicht ganz ehrlich sind und so, hast du das auch schon erlebt? Nein, aber ich muss auch ehrlich sein, sobald ich so gewisse Sachen merke, die da sind, halte ich mich auch fern. Ja. Weil, wie soll ich sagen, ich finde, wir haben alle Platz, wir sind alle da, jeder kann das machen, was er oder sie will. Und wenn es jemand gut macht und auch jemand gewollt ist, da wirklich auch noch mehr zu machen und dann merkt, man merkt sogar, es ist ein Potenzial da, wieso soll man dann jemanden versuchen, im Weg stehen oder irgendwie das eben beneiden. Ich weiß es auch nicht. Weil schlussendlich, wenn man etwas will, verwirklichen, dann muss man halt das selber machen. Ja. Oder? Und Leute, die Neid empfinden, finde ich einfach, dann probieren es bitte einfach selber. Weil dann werden sie das genau auch haben, das, was sie jetzt wollen. Oder? Das ist so, natürlich, wenn es so einfach wäre, oder? Das ist ein anderes Thema. Es ist nicht gratis und nichts ist so einfach im Leben. Aber ich habe es in dem Sinne noch nie so wahrgenommen. Weil und ich sage auch wenn. Dann finde ich, kann man offen darüber kommunizieren. Mhm. Ja, ich bin ein direkter Mensch und ich lege auch Wert darauf, dass man mir auch direkt das Gesicht zeigt, okay, wenn irgendetwas ist. Ja. Mhm. Das ist gut. Du bist jetzt 26, gell? Genau. Du hast eigentlich recht viel schon erreicht in dem Sinn. Ne? Ja. Wie soll das in den nächsten 50 Jahren dann weitergehen? Gut, ja. Amerika haben wir gesagt, dann bist du genau. In New York wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Los Angeles. Also für mich, ja. Das Klima ist auch besser und schöner. Ich bin selber auch schon gesehen. Ich finde es mega lässig. Ja. Ja. Eben auch mit der Fliegerei früher, genau. Schon viele Eindrücke können. Also Los Angeles dort, so in 15 Jahren. Ja, das wäre es. Ja. Also gleichzeitig auch noch in der Schweiz, aber doch noch da am Schaffen. Also am Schaffen, ich sage jetzt mit der Kunst produzieren, vielleicht hier in der Schweiz. Ich sage jetzt im trauten Heim mit eigenen vier Wänden. Und Ausstellungen dann wirklich, sage jetzt, im Ausland, ja. Mhm. Ja, aber das eigene Atelier wäre schon wieder mal nicht schlecht, oder? Also, ich meine, die Wohnung ist ja schön und gut, aber eben, dass ein bisschen der Freigeist noch ein bisschen entsteht. Und nicht dort bist, wo du eigentlich am Arbeiten bist, nicht dort wohnst, wo du am Arbeiten bist, ist eigentlich auch noch wichtig. Ich finde es zwar eben genauso wichtig, eben, dass man an dem Ort arbeiten kann, wo man eben auch wohnt. Ah. Weil ich hatte mal ein externes Atelier, also wo nicht zu Hause war. Und im Winter zum Beispiel, am Abend, dann habe ich mich gefunden, jetzt muss ich nicht einmal eine halbe Stunde dort laufen irgendwie. Und jetzt würde ich am liebsten einfach da die Leinwand auspacken und anfangen malen, vor dem Fernseher. Und das kannst du jetzt. Das kann ich jetzt, ja. Also andere sitzen vor dem Fernseher und ihr das Handy nebenan und dann irgendwie SMS oder WhatsApp machen und so Zeug. Und du hast einfach neben dort die Leinwand und du hast einfach ein bisschen malen. Ja, oder eben Musik, sonst Fernseher oder Musik. Sofa weiss noch. Sofa ist noch weiss, ja. Zum Glück. Ja. Ja, sehr interessant. Wie richten wir eigentlich denn als Künstlerin so eine Wohnung ein überhaupt? Da braucht es viele Bilder, klar. Ja. Sonst geht es nicht. Aber da muss es ja irgendwie auch bunt sein. Jetzt ist es relativ weiss. Mhm. Ist es dann schon wieder dann so quasi der Gegensatz zu den bunten Bilder, dass es weiss muss sein? Ja, ich finde schon, weil die Farben sind sonst schon sehr knallig und intensiv. Und wenn jetzt natürlich die Wände auch noch orange oder rot und was weiß ich, und die Möbel rundherum dann wäre es so ein bisschen eine Reizüberflutung an Farben, fände ich jetzt. Darum muss es weiss sein? Ja, es wäre auch so weiss, wenn ich jetzt auch keine Bilder... Ich finde einfach, es ist heller, es ist einladender. Wenn ich jetzt meine Wohnung nur wie schwarz oder mit dunkelbraunen Möbeln, wäre es dunkel irgendwie, ja. Wer darf dich denn kritisieren, jetzt von den Bildern her? Auf wer los ist? Das darf eigentlich jeder Mensch, weil jeder sieht etwas anderes drin. Oder sieht es auf eine andere Art und Weise. Ja, aber man muss es auch annehmen, oder? Also wenn jetzt einfach ich komme und sage, das ist jetzt eich. Würde ich nicht machen. Dann finde ich, das halt ein Eich, oder? Nein. Aber so kommt es nicht an. Also es muss konstruktiv sein, oder? Ja, nein, das definitiv. Nein, also konstruktive Kritik... Ist immer schön. Ich rede auch mit meiner Mutter viel über das. Nicht, dass ich sie frage, hey, wie soll ich und so, sondern mehr so, hey, wie ist das Gesamtwerk? Hat es eine schöne Dynamik drin oder hat es irgendetwas, was auch noch könnte stören? So Sachen. Und wenn sie etwas sieht, dann sagt sie ja und vielleicht verbessere ich es an mich oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht sie auch etwas, was ich gar nicht merke oder mir gar nicht auffällt und dann bleibt es auch so. Auch mein Freund, oder? Er natürlich ist auch beim Geschehen dabei, oder? Er kommt auch immer alles mit über, auch er bringt sich gerne ein. Ja. Er bringt aber sich ein? Wie bringt er sich denn noch ein? Er hat auch schon gesagt, ja, ich habe da so eine Idee im Kopf, könntest du das ja mal probieren? Und dann habe ich das mal so gemacht und das Bild
ist jetzt eben das, was heute am Abend in dieser Ausstellung hängt. Und das hat dort so eine Schlangenfigur drauf, eine spezielle. Und das war seine Inspiration? Seine Idee war, einfach von mir umgesetzt, ja. Okay. Ja. Der Freund weiss den Plan mit Amerika und so? Er weiss es und er findet es natürlich auch grandios, ja. Aber er macht nicht künstlerisch, so? Nein, er ist in einem anderen, ganz anderen Bereich. Okay, das muss wahrscheinlich auch sein, wie die Gegensätze. Ganz genau. Sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ja, sehr schön. Dann sind wir gespannt, was mit dir noch so passiert. Mhm. Dann hoffen wir, dass wir viel von dir noch erleben werden. Danke. Sehr interessant war das Gespräch. Mhm. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja, vieles. Es ist vieles besprochen worden. Ja, ja. Das ist gut, ja. Ich würde das sagen. Ja. Herzlichen Dank und alles danke Gute. Danke auch. Gell? Gleichfalls. Merci, danke dir. So. So. Dass es dann dumpf oder so wird.